Schön, dass du da bist. Hallo, ich bin Sandra Hochhuber und hier geht es um Hoffnung, um dein Selbstwertgefühl und um die Eigenliebe. Und wir haben jetzt ja den ersten Vollmond im Frühling und da habe ich mir so überlegt, das ist ja so die Zeit des Wachstums, des Gedeihens. Und habe ich mir ein kleines Rosenstöckchen gekauft. Und die duften ganz zart. Und sind wahrscheinlich roséfarbener, als du sie sehen kannst. Und die freundliche Blumenhändlerin hat mir erzählt, wie die am besten gedeiht. Und die kann ich glücklicherweise im Kübel haben, weil ich habe keinen Garten, aber eine schöne Dachterrasse. Und erklärt, wie der Kübel sein soll, wie groß und dass sie dann auch winterhart ist und dass sie im Wind stehen muss. Also, dass ihr der Wind um die Blüten wehen muss, auf dass es ihr gut geht. Und die hat gemeint, so im geschützten, windschattigen Bereich, das ist nichts für die. Wenn die Blätter so starr sind und keine Luft bekommen, dann wird es ihr nicht gut gehen und sie wäre anfällig für alles Mögliche. Und da habe ich mir gedacht, das ist eine ganz gute Metapher und Analogie für das Leben von uns Menschen. Und wenn wir da irgendwo sind, wo es ganz windgeschützt ist und ganz sicher und aufgehoben, dann fühlen sich da einige bestimmt total wohl. Und für andere ist das gar nichts. Und ich glaube, das ist gerade eine ganz gute Zeit, um dich selber so ganz tief zu fragen, was gehen darf. Und nimm einfach das Erste, was dir da so in den Sinn kommt. Worauf hast du keinen Bock mehr in deinem Leben? Und dann merk dir das oder notierst dir vielleicht. Und dann in einem zweiten Schritt, was möchtest du einladen? Auf was hast du so richtig Lust? Wo zieht es dich hin? Und spür auch da mal ganz tief, und es ist manchmal einfacher, das zu spüren, was man weghaben will, als das, was man gern haben mag. Und da gibt es, also wenn du das selber so gar nicht kriegst, dann überleg dir mal, auf wen du manchmal so neidisch bist. Ich weiß, Neid ist eine Todsünde, ist nichts, was man mag und haben wir trotzdem. Und das könnte man ja auch als so ein Indiz nehmen. Also, überleg mal, wer dir da so in den Sinn kommt.
und was das so ist. Und dann wünscht es diesen Menschen von Herzen, dass die das haben. Und sag zu dir selber, ja, das mag ich auch. Und dann such dir bitte einen Platz, wo du Ruhe und Zeit findest. Und schließe bitte deine Augen. Leg eine Hand auf dein Herz und spür hinein, wie es ihm so geht. Und dann geh von deinem Herzen aus nach unten zu deinem Wurzelchakra. So auf der Höhe deines Dank und von dort aus nach unten tief ins Innere von Mutter Erde bis zur Mitte von Mutter Erde. Begrüße sie. Hallo Mutter Erde. Ambei, Pachamama. Und spür, wie diese Wurzeln tief ins Innere gehen, zur Mitte von Mutter Erde. Mutter Erde, die dich lieb hat, die dich trägt und nährt. Du bist ihr Kind. Und dann atme bitte über diese Wurzeln all das Gute, die Liebe und die Geborgenheit von Mutter Erde ein. Und all die negativen Gefühle aus. All das Liebe ein. Und all das Gute aus. All die Liebe ein. Und all die Ängste und Sorgen aus. Alles Liebe und Gute ein. Das, was du loswerden willst, aus. All das Gute ein. Und das, was du loswerden willst, aus. Du kannst all das, was du abgeben möchtest, Mutter Erde geben. Sie macht so eine Art Kompost daraus und sie macht das gern. Atme in deinem Rhythmus weiter, das Gute, all das Liebevolle, die Geborgenheit und das ins Leben bringen ein und das, was du loswerden willst, aus. All die Liebe und Geborgenheit ein und das, was nun geht, aus. Und dann geh von deinem Herzen aus, nach oben, zu deinem Scheitelchakra, so in der Mitte deines Kopfes, so eben auf der Höhe deines Scheitels, so vorne. Und da öffnet sich wie eine Klappe, wie ein Fenster nach oben. Und du spürst die Verbindung zum Göttlichen, zu Gott, zu dem, was immer war und immer sein wird. Spür diese Verbindung.
Und dann gib all das Leid und den Kummer, all die negativen Gefühle, die mit dem, was da geht, verbunden sind, und all den Rest in die Hände Gottes und der geistigen Welt. Es ist genug. Lange genug hast du es mit dir rumgetragen. Und bitte nun das Göttliche und die geistige Welt, dir zu helfen, das zu übernehmen für dich. Leg es in die Hände Gottes und der geistigen Welt, auf das Gnadenenergie fließen kann und Heilung stattfindet. Gnadenenergie ist jene Energie, die selbst das, was schon geschrieben steht, verändern kann. Dann spür das weiße und goldene Licht der Gnade. Du badest im weißen und goldenen Licht der Gnade. Jede klitzekleine Zelle in dir tanzt und singt und schwingt im Takt der Gnade, im Takt der Energie der Gnade aus weißem und goldenem Licht. Spür, wie durch dich hindurch, um dich herum Gnade fließt. Dann bedank dich beim Göttlichen, bei Gott, bei der geistigen Welt, bei Mutter Erde und bei deinem Herzen. Und du weißt, die Mondin wacht über dich. Bedanke dich auch bei ihr. Dann komm wieder zurück ins Hier und Jetzt. Spür deine Füße auf dem Boden, deinen Po auf der Unterlage. Kannst dich ein bisschen recken und strecken und dehnen und wieder zurückkommen ins Hier und Jetzt. Kannst ein Schlückchen Wasser trinken. Und wieder ganz hier ankommen. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Und vielleicht magst du dir heute noch ein paar Gedanken machen, was für eine Blume du bist und wo du gedeihst und es dir gut geht. Und ob das schon der Platz ist. Und ich hoffe, du findest da was raus über dich. Und wenn du gerne mit mir arbeiten magst,
dann melde dich. Ich werde hier meine Nummer und meine Homepage verlinken. Und in den Kommentaren auch den Link zu meinem Freebie stecken. Das ist eine Meditation vom Selbstzweifel zum Selbstvertrauen. Und würde mich total freuen, wenn du dir das anguckst und reichlich teilst, ebenso wie dieses Video. Und es würde mich auch total freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Und dann wünsche ich dir alles Gute, eine hervorragende Zeit für dich und die Deinen. Und wenn bei dir das Wetter genauso schön ist wie bei mir, dann würde ich sagen, das kann man mal ausnutzen. Also, viel Spaß und Vergnügen und eine gute Zeit. Tschüss.